Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und wenn ich das hier so sehe, dann bekommt der Begriff Massentierhaltung eine völlig neue Bedeutung. Leute, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch gemeinsam diese Farm hier bauen zu können auf unserem Community-Server. In den letzten Tagen ging es da ja ordentlich ab. Wir haben die Farm gebaut, den Garten finalisiert, unser Tintenfischdenkmal. Wo ist es? Es ist weg? Nein, da ist es. Ah, gut. Okay, ich bin beruhigt. So, hier unser Tintenfischdenkmal. Dazu gibt es ja eine eigene Episode. Also kurzum, wir sind richtig gut vorwärts gekommen. Aber jetzt habe ich tatsächlich noch was Neues gebaut. Kakaoplantage. Und ihr seht es hier. Hier ist die Spielemagazin Bio-Kakaoplantage. Episode 12. Das ist diese Episode. Aber ich will euch jetzt natürlich nicht erklären, wie man Tropenbäume anpflanzt und dann Kakao draus gewinnt. Das wisst ihr selbst. Nein, ich will euch zeigen, die industrielle Kakaoplantage. Ich habe da mal was vorbereitet und ja, so sieht das Ganze aus. Wie ich das baue, wie es funktioniert und warum es so geil ist, das zeige ich euch sofort. In diesem Sinne, bis gleich. Ich habe jetzt hier mal eine passende Fläche für mein Projekt vorbereitet. Diese Fläche ist von Ecke zu Ecke 9 Einheiten breit und 17 Einheiten lang. Oder mit anderen Worten, die Innenfläche ist 7 mal 15 lang. Und jetzt graben wir ein Loch 5 Blöcke breit, 3 Blöcke lang und nur einen Block tief. An das hintere Ende setzen wir erstmal eine Einheit Redstone-Staub. Dann brauchen wir noch 4 Redstone-Verstärker und 4 Kolben, die wir genauso anbringen, wie ich es jetzt hier zeige. Am Ende sollte das Ganze in etwa so aussehen wie hier. Schick, oder? Den Raum dazwischen können wir mit irgendeinem Material auffüllen. Ich habe mich jetzt hier mal für Ziegel entschieden, aber es funktioniert auch Erde oder alles andere. Du kannst dann anfangen, so langsam mal eine Umrahmung zu bauen, weil die werden wir sowieso noch brauchen. Den mittleren Block ganz hinten lässt du frei, denn dort kommt der Hebel hin. Zack, da ist er schon. Und grundsätzlich funktioniert die Maschine jetzt schon. Man sieht's, die Mechanik funktioniert. Auf die Kolben, und das ist ganz wichtig, packen wir jetzt Sand oder Kies. Eins von beidem, alles andere ist ungeeignet. Und wie man sieht, es funktioniert immer noch großartig. Jetzt können wir anfangen, das Ganze ein bisschen zuzubauen, damit es nach was aussieht. Wichtig ist, dass hinter dem Sand 2x2 Blöcke frei bleiben, denn da muss Wasser hin. Du solltest also schauen, dass du eine Art Becken generierst, sodass du nachher da Wasser reinschütten kannst. An dieser Stelle bemerke ich, dass es zwar grundsätzlich funktioniert, aber ich nichts mehr sehe. Deswegen fange ich an, das Ganze mit ein bisschen Glas auszukleiden. Und so langsam nimmt es Formen an. Im Moment kann man die Innereien der Maschine noch sehen, das wird sich gleich ändern. Denn jetzt packen wir das Tropenholz vorne hin. Eine 6er Reihe im Abstand von 2 Blöcken sollte erstmal ausreichen. Dort werden wir später unsere Kakaobohnen anpflanzen. Jetzt buddeln wir uns einen kleinen Graben. 7 Einheiten breit, 5 Einheiten lang. Das erstmal zur Orientierung. An die beiden Enden füllen wir Wasser, sodass das Wasser nach innen strömt. Und genau hier werden wir später unsere Kakaobohnen ernten können. In die kleinen Becken füllen wir jetzt auch Wasser und wenn die Maschine angeschaltet wird, wird das Wasser nach vorne fließen und die Kakaobohnen herausschwemmen. Grundsätzlich ist die Maschine jetzt schon einsatzbereit und die Kakaobohnen können an diesen Stämmen wachsen, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Erste Tests haben mir gezeigt, dass sich zu viele Kakaobohnen oben auf den Stämmen verfangen. Deswegen macht es Sinn, das Ganze einzuhausen. Also sprich, baut irgendwas drumherum, sodass nur ein Gang entsteht, den ihr noch begehen könnt.
Ihr könnt natürlich auch Türen fürs Wartungspersonal vorsehen, aber ist ein bisschen albern. Weitere Tests haben mir gezeigt, dass es Sinn macht, die fließende Fläche noch ein bisschen zu erweitern. Einfach damit möglichst wenig Kakaobohnen hängen bleibt. Dann habe ich weitergemacht mit meiner Einhausung. Und spätestens jetzt wurde es dann langsam Zeit für einen ersten Echttest. Ich habe mal ein paar Kakaobohnen angepflanzt und versucht, das ganze Becken zu fluten. Und siehe da, es hat funktioniert. Sehr schön. Vorne konnte man sich dann alles einsammeln in dieser Kuhle, aber wie man auch sieht, an den Seiten blieb immer noch etwas hängen. Ich habe dann erstmal noch ein bisschen weitergemacht mit meinem Aufbau, einfach damit das Ganze auch schön aussieht. Und hier seht ihr das Endresultat meiner Bemühungen. So sieht es aus, die industrielle Kakaobohnenproduktion auf Planet Bam. Das kann sich sehen lassen. So, jetzt aber geht's drum, so langsam müssen wir das Ganze ja natürlich noch einmal final testen. Hier sieht man, wie ich die Kakaobohnen setze und jetzt mit Knochenmehl dünge. Ihr könnt auch hier sehr schön die drei Reifegrade von Kakaobohnen erkennen. 0, dann sind sie noch so grün, 1, dann sind sie ein bisschen größer und bei 3 sind sie schon so rötlich-braun, dann sind sie reif und dann werfen sie auch 3 bis 4 weitere Einheiten von Kakaobohnen ab. Und jetzt der finale Test. Alles wird nach vorne geschwemmt. Großartig. Zu diesem Zeitpunkt habe ich übrigens 0 Kakaobohnen im Inventar. Und siehe da, auf einen Schlag sind es 45. Was man auch sieht, ein paar bleiben hängen. Aber das liegt nur daran, weil ich so ungeduldig bin. Wenn man nämlich nochmal nach hinten geht und die Maschine wieder abschaltet, dann werden auch die hängen gebliebenen Bohnen rausgeschwemmt. Und wenn man die einsammelt, kann man bis zu 72 Kakaobohnen auf einen Schwung abholen. Ich hoffe, diese Ausgabe rund um die Kakaobohnenplantage hat dich weitergebracht. Schau gerne rein auf Planet Bam. Die IP-Adresse unseres Community-Servers habe ich in der Beschreibung verlinkt. Dort kannst du dir auch das Tintenfischdenkmal reinziehen. Und damit endet diese Episode rund um Minecraft. Mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss.